sind Legenden der deutschen Musik. Thomas, Mudo, Andi, Michi rocken die gesamte. Fanta 4 waren die ersten, die ich je nach Falco auf Deutsch rappen gehört habe. Wenn man seine eigenen Lyrics googeln kann, dann hat man es geschafft. Wenn man so lange wie die Fantas zusammen irgendwas macht, oh, ist das geil. Muss die Liebe zur Musik da sein. Was macht die Musik von den Fantas aus? Der unbändige Wille dieser Band, keine Scheiße zu machen. Was bitte glauben die bloß, wer ich bin? Da kann doch was gehen, ihr werdet schon. Keiner hat so eine krasse Energie wie diese alten Männer. Ich will seit 10 Jahren eigentlich aufhören, aber es geht nicht. Es geht, glaub, vielen so, dass sie denken, ich kann nicht mehr kreativ sein. Es ist einfach nichts mehr eingefallen. Auf geht's! Das war schon wichtig, dass jeder sein eigenes Leben hat. Was dann später so gecastet wurde bei Boybands, das war bei uns alles so da. Wirklich ganz schwer zu sagen, ob wir noch befreundet wären, wenn wir viel nicht über die Fantas zur Freundschaft verdammt wären. Wir haben am meisten Zeit miteinander verbracht als mit irgendjemand anderem. Wir brauchen die Fantas! Und zack, sind wir wieder da. Was wir haben, ist eine Identität. Wir sind die Fantas. Willkommen zu der bunten Welt der fantastischen Vier. Das heißt, hier kommt keiner lebend raus.